ihr vielleicht auch so ein Smartphone, ne? Und ich habe da so eine App drauf. Und die, damit, ich habe so mehrere Konten bei verschiedenen Banken. Und ich habe so eine App, da sind die ganzen Konten so drin. Und wenn ich wissen will, wie viel Geld ich nicht habe, dann starte ich diese App, dann gucke ich da so drauf, weil mein Telefon mich sonst nicht erkennt. Und dann kann ich halt sehen, wie viel Geld ich auf dem Konten habe und was ich so für Kontobewegung hatte. Und dann irgendwann dieses Jahr habe ich dann nicht mehr gesehen, wie viel Geld ich auf dem Konto hatte, sondern da kamen dann immer so Pop-ups. Die haben gesagt, so, ja, das funktioniert jetzt nicht, weil, habe ich nicht verstanden. Aber was da immer drin vorkam, das waren drei Buchstaben und eine Zahl und das hieß PSD2. Und jedes Mal habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich wieder aus der App raus und muss wieder irgendwas machen, was ich nicht verstehe. Und dann werden mir SMS geschickt, die ich irgendwo eintragen muss und so. Und dachte die ganze Zeit, was zum Teufel soll dieser Scheiß? So, und das Schöne ist, wir alle werden jetzt möglicherweise eine Antwort auf die Frage bekommen, was dieser Scheiß soll. Und falls nicht, dann können wir ihn hinterher persönlich zur Rechenschaft ziehen. Sein Name ist Henrik Plötz. Ja, genau. Also ich versuche die Frage zu stellen, was hat die PSD2 je für uns getan? Und Antworten darauf zu geben, in der Hoffnung, dass ich dann auch rausfinde, was der Scheiß soll. Für diejenigen, das ist hier einer der ersten Vorträge, für diejenigen, die hereingestolpert sind, ohne zu wissen, worum es geht. Es geht um die Richtlinie der EU 2015-2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt zur Änderung der Richtlinie und so weiter und so fort und so fort. Das ist die Zahlungsdienste-Richtlinie 2. Und daran hängt noch eine Handvoll delegierter Verordnungen, aber ganz massiv die delegierte Verordnung vom 27. November für die technischen Regulierungsstandards für eine starke Kundenauthentifizierung und für sichere offene Standards zur Kommunikation. Das ist, was in der App die ganzen Pop-ups verursacht hat. Warum bin ich hier und warum erzähle ich euch was zu diesem Thema? Ich bin Informatiker und Sicherheitsforscher, ich glaube neudeutsch sagt man Hacker dazu, habe einen meiner ersten Vorträge auf dem Kongress vor 10 Jahren zu MIFAR Classic gehalten, seitdem einiges gemacht zu Zutrittskontrollsystemen, RFID, ein Spezialgebiet sind halt solche Arten von Kommunikationsprotokollen. Ich bin auch Open-Source-Entwickler, also wenn irgend so ein Kommunikationsprotokoll rumliegt, dann implementiere ich das manchmal, unter anderem HPCI, dazu erzähle ich euch noch ein bisschen was. Es gibt im Umfeld des CCC eine Vereinsverwaltung, die entstanden ist, die heißt BIRO von RIX. Da habe ich einige größere Dinge zu beigetragen. Und es gibt von Rami, die beiden machen ja hier die Kasse und den Vorverkauf, von Rami eine Python-Implementierung von FinTS. Ich sage euch gleich noch, was das ist. Dazu habe ich größere Dinge beigetragen. Und dann die Kombination dabei ist das Plugin BIRO FinTS. Also eine Perspektive, aus der ich das betrachte, ist halt als Open-Source-Entwickler. Ich bin auch Gründer und Geschäftsführer. Vor 2 Jahren habe ich mit Freunden zusammen meine eigene Firma gegründet, Digitalwolf Plötz & Co. GmbH. Wir haben ein etwas schwammiges Selbstverständnis oder eigentlich sehr präzises Selbstverständnis, das etwas schwieriger zu verstehen ist. Das ist die Digitalisierung in komplexen Umfeldern. Wir machen halt Beratung, aber entwickeln halt auch Software. Aus dieser Ebene gucke ich das auch an. Beziehungsweise andere Produkte für die evangelische Kirche bauen wir den digitalen Klingelbeutel. Wir sind jetzt Zahlungsdienstleister. Zum Glück hat es nichts damit zu tun. Ich freue mich sehr, dass alles, was wir tun, an der PSD2 vorbeigeschrammt ist. Außer halt als Privatkunde. Ich bin nämlich auch noch neugieriger Nutzer. Wir haben gerade in der Einführung gehört, dass jemand durchaus eine App in mehreren Konten haben könnte. Ich habe mal kurz durchgezählt, bei mir sind es 9 verschiedene Konten, weil ich auch noch mehrere Hüte aufhabe, also sowohl Geschäftskonten, nein, Entschuldigung, 9 verschiedene Banken, Konten sind es ein paar mehr, als sowohl geschäftliche Konten als auch Privatkonten bzw. Familienkonto, als auch, ich bin in Vereinen Vorstand, Vereinskonten. Ich glaube, 7 oder so davon benutze ich auch regelmäßig. Der Rest war halt so kostenloses Girokonto, mal ausprobieren, was die tun. Und dann sind da halt 10 Euro drauf und man kann sehen, wie die auf diese Umstellung reagiert haben. Das hilft dann auch wieder beim Entwickeln von Open-Source-Software, wenn man Testkonten hat und mal gucken kann, was die Banken so anstellen.
Agenda. Also, wir haben gerade gehört, worum es gehen soll. Ich werde euch gleich den wunderschönen Vorherzustand darstellen. Die Begründungen geben, die die Europäische Kommission gegeben hat, warum diese Richtlinie veröffentlicht beschlossen werden sollte. Dann auf die Frage antworten, was uns die PSD 2 nun wirklich gebracht hat. In der Form, die schön ist, und dann in der Form, was es dann tatsächlich bei rausgekommen ist, mit einer kurzen Eingehen auf die Zeitlinie. Und dann zu den diversen Problemen, Ärgerungen, Blutdruck kommen. Ich fand das sehr schön, als irgendwie 2 Minuten bevor der Vortrag losging, war hier im Infobeamer eine Werbefolie für BTX. Irgendwo hier stehen BTX-Terminals, die man ausprobieren kann. Es war ja nicht alles schlecht in 2018 oder auch in den 80ern. Schon seit den 80ern gibt es Online-Banking für Privatkunden. In Deutschland fing das halt so in den frühen 80ern mit BTX an. Ich glaube, der CCC hat ein bisschen Geschichte mit BTX. Der eine oder andere wird sich erinnern. Es wurde halt 2007 leider abgeschaltet, aber hat bis dahin ganz gut funktioniert. Daraus entstanden, mehr oder weniger direkt, ist das sogenannte HBCI. Die Buchstabenabkürzung haben vielleicht die meisten schon mal gehört. Home Banking Computer Interface. Das ist ein Kommunikationsprotokoll zum Austausch von Bankdaten für Endanwender. Es ist so ein, kommaseparierte Werte auf Drogen. Also es hat Semikolons als Trennzeichen, aber manchmal sind dann auch noch Doppelpunkte-Trennzeichen und manchmal Pluszeichen-Trennzeichen. Ich habe es implementiert. Es ist tatsächlich parsbar. Ich hätte es mir nicht gedacht. Es gibt durchaus Protokolle, die nicht parsbar sind. Dieses gehört nicht dazu. Aber es erscheint mir wie ein Zufall. Es ist halt eigentlich hierarchisch aufgebaut. Also die Datenstrukturen sind hierarchisch. Man kann halt Dinge in Dinge tun, aber es gibt nur 3 Ebenen von Trennzeichen. Und irgendwann sind halt die Trennzeichen alle, aber rein zufällig sind dann auch die Ebenen alle. Das ist übergegangen, also es wurde immer wieder erweitert und verbessert, eingeführt 1998. Version 2.1 war, glaube ich, die erste verbrauchbare. Das wurde immer weiter verbessert, ist übergegangen. HBCI 3.0 kennen die meisten und dann wurde es umbenannt in FinTS, Financial Transaction Services. Es war ursprünglich ein rein deutsches Ding. Es ist ein rein deutsches Ding. Mit FinTS haben sie dann versucht, das international einsetzbar zu machen, unter anderem, indem sie es in XML gegossen haben. Und ja, das XML ist auch parsbar, aber doch eine der unschönsten Implementierungen, wie man sich das vorstellen kann. Es gibt auch niemanden, der das einsetzt. Ist nicht richtig. Also es gibt tatsächlich eine zentrale Liste, wo alle Banken drinstehen mit den FinTS- bzw. HBCI-Versionen, die sie unterstützen. Das sind, in Deutschland erreicht man damit quasi jede Bank. Manche noch mit Version 2, ich glaube die Deutsche Bank. Die meisten unterstützen Version 3 und ich glaube, es gibt exakt einen Eintrag, der FinTS Version 4 ankündigt. Wie gesagt, benutzt niemand. 4. Der FinTS 3, total überall, weil es damit erst der breiteren Öffentlichkeit zugänglich wurde. Früher HBCI war ein typisch deutsches Ding, sehr schön, sehr sicher, so mit Smartcard in Computer stecken. Dazu musste man erstmal die Smartcard besorgen, eine PIN dafür haben, einen separaten Berechtigungsvertrag, beziehungsweise es gab auch ein Alternativverfahren, wo man Disketten durch die Gegend Briefe durch die Gegend geschickt hat, auf denen RSA-Keys abgedruckt waren. Seit FinTS 3 gibt es auch als alternatives Verfahren PIN-TAN. Das ist dann, was die meisten in Deutschland als Online-Banking kennen. Man meldet sich mit seiner PIN an, hat dann nur Lesezugriffe aufs Konto und wenn man eine Transaktion durchführen möchte, braucht man eine Transaktionsautorisierungsnummer, eine TAN. Sehr schön, sehr einfach. Leider demnächst tot. Die Franzosen haben sowas Ähnliches wie BTX, sie haben Minitel, das ist aber auch schon vor ein paar Jahren abgeschaltet worden. Das ist so der Überblick für die anderen Länder. Ansonsten war es das im Wesentlichen an schönen strukturierten Verfahren. Seit der Mitte der 90er, hier habe ich einen Screenshot von Wells Fargo, die waren eine der ersten, die, wenn man hinguckt, rechts oben Online-Banking anbieten, 1995. Man bemerke auch die Adresse, das war vor HTTPS.
gab es einen Wildwuchs, dass halt viele Banken irgendeine Form von Online-Banking angeboten haben, aber halt immer durch das Webinterface und immer mit unterschiedlichen Formen von Berechtigungsmethoden und Mechanismen. Für Firmenkunden sieht das Ganze noch verwirrender bzw. besser aus. Das sind halt alles nur die Privatkunden. Firmenkunden haben schon wesentlich früher angefangen, weil die auch mehr Transaktionen hatten, mit tatsächlich Disketten durch die Gegend schicken, das Datenträgeraustauschverfahren. Später gab es dann Nachfolger BCS und das aktuelle ist eBix. Da werde ich dann gleich noch drauf kommen, wenn ich die Situation bei meiner Firma beschreibe, weil das mit dem FinTS jetzt leider schade war. Es ermöglichte damals interoperables Multibanking. In FinTS selber sind sogenannte Geschäftsvorfälle definiert. Man kann halt, also nicht alle Banken unterstützen alles, aber man kann im Wesentlichen abrufen, Kontoauszüge abrufen oder eine Transaktionsliste. Man kann Überweisungen einkippen oder Lastschriften verursachen. Das ist so das Wichtigste, was man machen kann. Alle Banken haben noch irgendwas anderes. Aber das Schöne ist, das funktioniert eigentlich überall. Und dann gibt es einfach, habe ich auf meinem Handy eine App, die das implementiert. Das Schöne daran war, dass das Protokoll einfach frei im Internet verfügbar war. Ursprünglich kommt es von der ZKA, der Zentrale Kreditausschuss. Die haben sich irgendwann umbenannt und haben sich bei der Bahn ein Beispiel genommen und heißen jetzt DK, die Kreditwirtschaft. Oder die deutsche Kreditwirtschaft, je nachdem. Da kann man die Spezifikation runterladen. Wie gesagt, das ist prinzipiell parsbar, man kann es implementieren, ich habe es gemacht. Und dann braucht man nur noch Benutzername und PIN, wie man sie von der Bank erhalten hat und die gleichen Zugangsdaten wie im Online-Banking gelten. Und man muss niemanden fragen, das ist, finde ich, das Wichtigste. Man muss niemanden fragen, bevor man eine Implementierung schreibt, man muss niemanden fragen, bevor man die Implementierung benutzt. Ich habe das für Vereinsverwaltungssoftware geschrieben, dass die gesamten Finanzen des Vereins quasi vollautomatisiert verarbeitet werden können, ohne dass irgendjemand im Webinterface Dinge runterlädt und irgendwo eingibt oder gar abtippt. Das Schöne an diesem FinTS oder eine der Eigenschaften von diesem FinTS ist, dass es zukunftskompatibel ist. Man kann halt, es gibt da diese einzelnen Datensätze, haben eine Versionsnummer und man kann dann jedes Mal eine neue Version einführen. Der alte Datensatz funktioniert weiterhin für die Banken oder die Software, die nur das alte unterstützt. Man sieht daran aber auch jedes Mal, wenn irgendwas in der Geschichte passiert ist, wenn es neue Regulierungen gab, die darauf Auswirkungen hatten, dann gibt es halt eine neue Version von zum Beispiel dem Datensatz zum Anmelden, dass dann plötzlich ein neues Feld drin ist für ein SMS-Abbuchungskonto, weil, ich weiß nicht genau, wann das war, 2012-ish, die EU beschlossen hat, dass der Kunde das Konto angeben muss, von dem die SMS-Gebühren berechnet werden, die für die Anmeldetan benutzt werden. Ein bisschen später gab es eine neue Veränderung, gibt es eine neue Version. Und es ist an der Stelle schön, dass man so quasi wie so in so fossilienmäßig sehen kann, was in der Vergangenheit passiert ist, indem man sich das Protokoll anguckt. So, wie gesagt, Multibanking war die wichtigste Funktionalität. Du kannst deine Finanzsoftware auf deinem Computer oder deinem Telefon oder auf deinem Server oder sonst wo haben und sie funktioniert mit allen Banken in Deutschland. Was gab es noch für der andere wichtige Punkt für Endverbraucher ist Online-Shopping. Ich möchte gerne bezahlen. Ich brauche irgendeine Zahlung. Da gibt es immer noch Dienste wie PayPal oder irgendwelche Wallet-Dienste, wo man auf eine beliebige Art vorher Geld auflädt, das Geld dann ausgeben kann, was aber nichts mit dem eigentlichen Bankkonto zu tun hat. Und was für den Verbraucher natürlich wesentlich angenehmer ist, kontobezogenen Zahlungsdienst. Irgendwas, was direkt mit meinem Konto, das ich sowieso habe, verbunden ist. Am einfachsten für alle Beteiligten ist die Vorkasse. Kann man halt vorher überweisen und kriegt dann sein Gut, naja, oder auch nicht. Am einfachsten für den Verbraucher ist die Lastschrift. Verschickt halt der Versender das Gut und belastet nachher das Konto. Beides nicht so ideal. Deswegen gab es immer wieder Versuche, andere Systeme einzuführen. Ich glaube, die ersten waren die Niederländer mit einem System, das so einen integrierten Prozess anbot. Der Händler kann das System ansprechen, ihm sagen, ich hätte gerne von einem Benutzer so und so viel Euro, oder 2005, ja, ich hätte gerne so und so viel Geld von diesem Benutzer. Der macht das dann auf der Webseite seiner Bank mit den Zugangsdaten der Bank.
gibt den Betrag frei. Der Händler kriegt sofort die Bestätigung, dass der Betrag freigegeben wurde und kann sofort die Ware losschicken. In Deutschland haben wir das auch. Das kennt natürlich dann wieder keiner, weil ich glaube, die Sparkassen setzen es ein und dann war es das fast. Das heißt Giropay. Das ist halt, wie man Online-Zahlungen übers Konto eigentlich machen würde, wollen würde. Parallel um 2006 entstand ein Dienstleister, hatte vorher einen anderen Namen, die Sofortüberweisung. Das kennen dann Leute doch noch und man wundert sich so ein bisschen, dass es überhaupt entstehen konnte. Also ich fand das Geschäftsmodell schon immer so ein bisschen komisch. Sofortüberweisung in the middle. Der Benutzer gibt seine Zugangsdaten, die er von seiner Bank bekommen hat, auf der Webseite von Sofortüberweisung ein. Sofortüberweisung loggt sich bei der Bank ein, macht was auch immer, gibt dem Händler halt Bescheid, dass die Transaktion durchgeführt worden ist und führt den Benutzer dann zum Händler zurück. Sie geben ihr Indianer-Ehrenwort, dass sie nichts anderes tun, außer die Transaktion freizuschalten und gegebenenfalls im Konto nachzugucken, ob du gebounced Überweisung oder sonst was hast. Irgendeine Risikobewertung. Sie haben auch TÜV-geprüften Datenschutz, der TÜV Saarland steht dafür gerade. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie sogar dann noch gesagt, falls doch noch was passiert, haben wir auch noch eine Versicherung abgeschlossen. Also falls das Indianer-Ehrenwort nicht reicht. Damals meine ich 2012, verstieß das, also jetzt mal abgesehen vom gesunden Menschenverstand, auch gegen die Teilnahmebedingungen für das PIN-TAN-Verfahren, die ihr bei eurer Bank unterschrieben habt. Ich habe hier das mal rausgesucht von der DKB. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking der Bank nur über die Internetseite der Bank oder andere gesondert mitgeteilte Kommunikationswege herzustellen. Um das mal kurz zu illustrieren, habe ich eine Abbildung aus der Wikipedia rausgesucht. Also eigentlich verstößt man damit gegen die Bedingungen seiner Bank und im schlimmsten Fall, also nein, die Bank übernimmt erstmal nicht, garantiert nicht, dass es funktioniert. Übernimmt die Schäden nicht. Es gab da dann so verschiedene Banken, die versucht haben, das auch technisch zu verbieten. Ich habe da keine Bestätigung, aber ich hörte die Geschichte, dass die Sparkasse wohl versucht hätte, die Zugriffe, die Sofortüberweisung auslöst, zu blockieren, indem sie die IP-Adresse sperren, woraufhin dann 3 Stunden später die Zugriffe von einer anderen IP-Adresse kamen. Da gab es auch juristische Auseinandersetzungen, weil die Sparkasse, wie ich auf der vorherigen Folie gezeigt habe, ein eigenes System anbot, das als Mitbewerber gesehen werden kann, auch wenn es technisch halt richtig rum ist, im Gegensatz zur Sofortüberweisung, die falsch rum ist. Deswegen wurde ihnen dann verboten, zu versuchen, die Sofortüberweisung zu torpedieren. Das zog auch so langsam ein. Ich habe deswegen die DKB von 2012 rausgesucht, weil ich mich erinnere, mein Konto da ist schon ein bisschen länger, dass ich irgendwann AGB-Änderungen mitgeteilt bekommen habe. Da haben sie halt diesen Absatz einfach gestrichen und stattdessen stand dort, sie dürfen die Zugangsdaten nur auf der Webseite der DKB eingeben, oder einem anderen von uns autorisierten Zahlungsdienstleister, siehe Anhang. Und der Anhang enthielt halt genau eine Zeile, sofortüberweisung.de. So nebenbei, um herauszufinden, was die Bedingungen von 2012 waren, musste ich mich bei der DKB mal einloggen, um in mein Postfach zu gucken. Wie wir gleich sehen werden, braucht man zum Einloggen neuerdings manchmal eine TAN. Dazu gibt es einen TAN-Generator, der ein Passwort will, das ich natürlich nicht mehr wusste. Aber gar kein Problem, es hat einen Rücksetzfluss. Man kann sich einfach eine SMS schicken lassen und den TAN-Generator zurücksetzen und dann funktioniert es wieder. Okay, ich glaube, das Passwort brauche ich mir nicht merken. So, also, das war der Zustand bis Anfang diesen Jahres, bis Mitte diesen Jahres. 2015 kam halt diese Zahlungsdienste-Richtlinie heraus und das sind die Begründungen, warum die herausgebracht wird, die dort stehen. Unter anderem seit der vorherigen Richtlinie 2007, das ist die PSD, die Zahlungsdienste-Richtlinie, nicht die Zahlungsdienste-Richtlinie 2, sind neue Arten von Zahlungsdiensten entstanden. Vor allen Dingen Zahlungsauslösedienste, ein anderes Wort für Sofortüberweisung, oder Kontoinformationsdienste. Diese Richtlinie
solle darauf abzielen, die Kontinuität im Markt sicherzustellen. Mit anderen Worten, diese Richtlinie ist in keiner Form gedacht oder geeignet, irgendeinen der bisherigen Player am Markt zu benachteiligen oder zu disruptieren. Ich las irgendwo mal den schönen Satz Lex Sofortüberweisung. Hier ist die Gegenüberstellung von der Zahlungsdienste-Richtlinie 2007 und der Zahlungsdienste-Richtlinie 2015. Die haben, es ist relativ langes Zeugs und unglaublich komplizierte Sätze an einigen Stellen. Da muss man so 2 Minuten lang lesen, um herauszufinden, dass das, diese Richtlinie gilt nicht für Geldabheben im Supermarkt. Also der Satz, der das beschreibt, ist halt 4 Zeilen lang. Es gibt einen Anhang, der steht, worauf sie sich bezieht. Und die ersten paar sind gleich geblieben. Und in Zahlungsdienste Richtlinie 2 sind neuerdings Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste hinzugekommen. Und dann noch ein paar Regelungen dazu. Was hat uns die PSD 2 also gebracht? Die neuen Kategorien des Zahlungsauslösedienstleisters und des Kontoinformationsdienstleisters. Neue Sicherheitsmaßnahmen, das ist der Teil, den die meisten mitgekriegt haben. Die sogenannte starke Kundenauthentifizierung, SCA, Strong Customer Authentication. Damit zusammenhängend eine ganz merkwürdige 90-Tage-Regelung, die keiner so richtig versteht und nur manchmal angewendet wird. Und ich weiß nicht, ob das haben die wenigsten mitgekriegt, außer wenn sie sich geärgert haben, das Timeout im Online-Banking ist runtergesetzt worden auf 5 Minuten. Wenn man nicht alle 5 Minuten was anklickt, zum Beispiel, weil man gerade versucht, einen TAN-Generator rauszusuchen, wird man ausgeloggt und muss sich wieder einloggen und wieder eine TAN eingeben. Es gibt, das ist tatsächlich ganz positiv, neue Transparenzpflichten. Das ist so der Teil, den die wenigsten mitkriegen, weil man das immer so abnickt. Da steht dann drin, dass alle Dienstleister jetzt auch dieses Mal ordentlich und transparent darüber Auskunft geben müssen, welche Kosten entstehen, welche Gebühren, dass die Gebührenstruktur nachvollziehbar sein soll, dass man sie auf einem dauerhaften Datenträger ausgehändigt bekommen muss. Es gibt in der PSD 2 neue Meldepflichten. Zum einen an die Bundesbank bzw. die Bankenaufsicht. Zum anderen vor der Aufnahme des Betriebs muss man sich registrieren lassen. Das finden, glaube ich, alle ganz gut. Also wir hatten mal ein Meeting bei der Bundesbank, die meinten, das fanden sie ganz toll, dass sie jetzt halt diese Daten über den Finanzmarkt kriegen und die Finanzmarktstabilität besser einschätzen können. Besser bewerten können, weil für einen Dienstleister nach dieser Richtlinie jetzt sehr ausführlich vorgeschrieben ist, welche Risikokategorien, welche Risikobewertungen er machen muss und in welcher Form er diese Daten dann nach oben melden muss, auch was Betrugsversuche und erfolgreichen Betrug angeht. Und es gibt neue Schnittstellen. Naja, mehr oder weniger. In der Zahlungsdienste-Richtlinie bzw. in der technischen Durchführung ist von dedizierten Schnittstellen für Zahlungsauslösedienste bzw. Kontoinformationsdienste die Rede, die angeboten werden müssen. Neudeutsch sagt man dazu API. Das ist dann das, was unter PSD2-API überall läuft. Es steht allerdings nicht drin, wie die aussehen sollen, nur was sie leisten können. Okay, die neuen Kategorien. Wie gesagt, Zahlungsauslösedienst ist jemand, der im Auftrag von jemandem eine Zahlung auslöst. Also Sofortüberweisung.de. Oder also theoretisch auch andere, aber man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um überhaupt in diese Kategorie fallen zu können. Das enthält unter anderem eine ganze Menge Eigenkapital und Zertifizierung und so weiter. Und Kontoinformationsdienste, damit ist das gemeint, was wir früher unter Multibanking gekannt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Leute drauf waren, die das formuliert haben oder geschrieben haben, aber sie hatten offensichtlich kein Handy, auf dem sie eine App installiert haben, wo man alle seine Konten hat, sondern sie haben das auf einer Webseite gemacht. Es ist also neuerdings vorgesehen, dass ein Online-Anbieter, eine Webseite, ein Portal, halt sich auf alle meine Konten einloggt und mir dann auf der Webseite anzeigt, wie mein Finanzstatus ist. Dazu muss sie natürlich sich überall einloggen können und dann braucht man neue Richtlinien, Regulierungen und den ganzen Kram. Ein kurzer Blick zurück, wie man sich das dachte. Ich habe beim Recherchieren, ich fand das total toll, ein Screenshot von Heise aus dem Newsticker von 2000. Oh, das stimmt nicht, das Datum ist falsch. Ich glaube, es war 2016. Ein Screenshot von 2016, wie wir uns die schöne neue Zukunft mit PSD2 vorstellen.
aktuell muss man durch einen Bezahldienstleister gehen, der über eine Kreditkarte zur Bank geht. Neuerdings kann der Online-Shop via der PSD2-API direkt auf das Bankkonto zugreifen. Ja, nee. Ich nenne das die Lüge von der dritten Partei. Hier ein kurzer Blick, wie wir das bei uns in der Firma hatten. Wir haben Abrechnungssoftware, irgendwie Personalverwaltung, Lohnbuchung, den ganzen Kram. Die hat dann einfach über FinTS mit meiner Bank geredet. Das ist ein Rechner, der bei mir in der Firma steht, der gehört mir, da ist Software drauf installiert, die ich gekauft habe. Dann ist meine Bank und dazwischen ist halt ein Vertrauensverhältnis, weil es meine Bank ist und ich gebe da irgendwie meine Zugangsdaten meiner Bank ein und dann funktioniert das hervorragend. Das ist zum 14. September 2019 abgeschaltet worden. DATEV hat uns gesagt, sie haben einen neuen Kooperationspartner, die FinAPI GmbH. Das heißt, neuerdings läuft das so, dass die Daten meiner Firma erstmal an das DATEV-Rechenzentrum gehen, von dort an die FinAPI GmbH, die dann die API implementiert, die meine Bank implementiert. Ich weiß nicht, also ich kann es hier vorne ganz gut sehen, aber das Logo der FinAPI GmbH ist deswegen sehr schön, weil da steht Schufa Company. FinAPI hat sich aufkaufen lassen, beziehungsweise Mehrheitsbeteiligung der Schufa Holding GmbH. In der schönen neuen Welt gehen alle meine Daten, jetzt mal nicht abgesehen davon, dass sie durch DATEV gehen, auch noch durch die Schufa. Die natürlich verpflichtet sind, damit nichts Böses zu tun. Allerdings habe ich mit der Schufa irgendwie auch keinen Vertrag dazu abgeschlossen, sondern ich habe meinen Vertrag mit jemandem anderen, deswegen es ist nicht so schön. Überall wird immer von Drittdienstleistern gesprochen, also das heißt halt immer irgendwie die dritte Partei hat halt implementiert halt die PSD2-API. Das ist ja falsch. Es sind ja immer vier Parteien beteiligt. Es ist ja immer ich, es ist, ich kann mal, ich darf nicht mich vorbeugen. Ich nehme mal diesen Laserpointer hier. Es ist ja immer ich dran beteiligt. Sie haben meine Bank dran beteiligt, sind wir schon bei zweien. Dann gibt es irgendwas, was ich in Wirklichkeit machen möchte. Also, meinetwegen Zahlungen. Das wäre dann also hier so eine irgendeine Partei. Aber de facto muss es immer eine vierte Partei geben, einen neuen Gatekeeper, der dann die API tatsächlich implementiert. Ich sage gleich warum, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass die hier einen bevorzugten Zugang zu allen Banken erhalten, der nicht so einfach auf einer der anderen drei Ebenen, also anderen beiden Ebenen zu implementieren ist. Es gibt immer, eigentlich immer eine vierte Partei. Es gibt quasi keinen Anwendungsfall, der mir einfällt, wo es nur drei Parteien sind. Außer vielleicht der Kontoinformationsdienstleister, der selber ein Webportal betreibt, auf dem ich meinen Kontostand einsehen kann. Das ist so der einzige Fall, der einem einfällt, wo es nur drei sind. Die PSD2-API schreibt, wie gesagt, einen offenen Zugriff vor. Naja, offen ist halt so gemeint, wie ein Bürokrat das als offen versteht. Es ist kein Vertragsverhältnis erforderlich zwischen den Banken und den Leuten, die darauf zugreifen. Das ist schon mal ganz gut. Die Banken sind verpflichtet, ein API anzubieten. Aber es steht halt nur, dass es verfügbar sein muss und was es leisten können muss. Und dass es genauso gut sein muss, wie der Zugriff, den die Bank dem Kunden direkt anbietet. Und die gleichen Service-Level-Agreements erfüllen muss, die gleiche Verfügbarkeit haben muss. Es steht nicht drin, wie es tatsächlich ausgestaltet ist. Es steht nicht drin, welche Spezifikationen es erfüllen soll. Das führt dazu, dass nicht jede Bank entwickelt ihr eigenes API, die haben alle gar keine Lust darauf. Die kaufen schon noch APIs von externen Dienstleistern diese Funktionalität ein. Aber dennoch gibt es eine größere Handvoll an verschiedenen APIs, die von verschiedenen Banken eingesetzt werden. Die, wenn ich also auf ein Zahlungskonto, wenn ich eine Funktionalität implementieren möchte, die auf Zahlungskonten zugreift, muss ich sie eigentlich alle implementieren oder ich nehme mir einen zusätzlichen Dienstleister wie die FinAPI dazu, der dann für mich alle implementiert. Es gibt einen Quasi-Standard, die Berlin Group, die hat sich zusammengesetzt, um eine PSD2-API zu spezifizieren, die jeder implementieren kann, wo dann alle Seiten nur einmal das machen müssen. Die Webseite ist ein bisschen schlimm, es ist relativ schwierig, den Standard herunterzuladen. Aber das ist mittlerweile der Quasi-Standard. Es gibt noch keinen echten Standard. Voraussetzung dafür ist, um die PSD2-API nutzen zu können, dass ich ein lizenzierter bzw. registrierter Dienstleister bin.
Gute Nachricht, ich habe nicht notwendigerweise Eigenkapitalanforderungen. Also ich, als Privatperson kann ich es leider nicht machen, aber zumindest mal eine juristische Person kann ich schnell gründen ohne Eigenkapital, wenn ich eine Berufshaftpflichtversicherung abschließe. Und das gilt auch nur für Kontoinformationsdienstleister. Sobald ich Zahlungsauslösedienst sein möchte, muss ich 50.000 Euro Eigenkapital, Anfangskapital hinlegen. Und naja, die meisten Dienstleistungen oder die meisten Funktionen, die ich mir vorstellen könnte, machen halt mit nur Kontoinformationen nicht so viel Sinn. Wenn ich an mein Beispiel des Vereins denke, wenn ich die Vereinsverwaltung mache, möchte ich halt sowohl Zahlungseingänge verbuchen können, als auch mindestens Lastschriften auslösen können. Und da bin ich schon Zahlungsauslösedienst und der Zug ist abgefahren mit meinem Verein. Er hat keine 50.000 Euro. Plus Zugang ist offen, solange ich ein qualifiziertes elektronisches Zertifikat habe, das mich als registrierter Zahlungsauslösedienst ausweist. In der gesamten Spec kommt das Konzept, dies ist kein Cloud-Dienst, dies ist eine Software, die ich runterladen und ausführen kann, einfach nicht vor. Die PSD2 API ist komplett nutzlos für Leute, die Software auf ihrem eigenen Rechner ausführen wollen. Okay, was kann sie denn noch nicht? Ja, also es ist neu dazugekommen, die Strong Customer Authentication, das ist das mit dem Blutdruck. Neuerdings kann manchmal, ich komme gleich drauf, Strong Customer Authentication gefordert werden. Und das bedeutet, dass mindestens zwei der Elemente Wissen, Besitz und Inhärenz benutzt werden müssen. Inhärenz ist das fancy Wort für Biometrie. Müssen benutzt werden und müssen voneinander unabhängig sein. Und dann steht da also ein Kram drin. Unter anderem steht da dann auch drin, dass nach 5 Fehlversuchen der Zugang gesperrt werden muss. Die Abmeldung nach 5 Minuten Inaktivität kommt auch drin vor. Verpflichtend ist eine dynamische Verknüpfung der Customer Authentication mit dem jeweiligen Vorgang. Das heißt, ITAN-Listen sind halt absolut verboten. Es muss in jedem Fall der Code auf irgendeine Art mit dem Betrag, den ich überweisen möchte, verbunden sein. Es steht auch, die Formulierung ist, dass dafür gesorgt werden muss, dass Mechanismen vorhanden sind, die sicherstellen, dass die Software oder das Gerät nicht vom Zahler oder einem Dritten verändert wurde. Es war dann das, wo ich meinen Blutdruck gekriegt habe, weil ich mein Android-Telefon natürlich geroutet habe, unter anderem um Backups machen zu können. Und mir die App dann freundlicherweise sagt, ja, nee, ist nicht, ist ja geroutet. Und dann überlegt man sich nochmal, was geroutet bedeutet. Naja, es bedeutet, dass das Telefon unter anderem in der Lage wäre, über seinen Zustand zu lügen. Die App möchte nicht funktionieren auf einem Telefon, das in der Lage wäre, über seinen Zustand zu lügen. Es sei denn natürlich, das Telefon lügt über seinen Zustand so gut, dass die App dann doch wieder funktioniert. Das war dann für mich die Motivation, doch mal Magisk auszuprobieren, dass ein hinreichend erfolgreiche Route-Detektionsverhinderung hat, wobei es dann wieder zu so, so einer Waffenspirale kommt, dass mit zunehmenden App-Updates die Detektion besser wird, was dazu führt, dass die Leute die Detektion verhindern, wieder besser werden. Und ich dann am Ende doch ein zweites Gerät habe, auf dem ich die TAN-Apps ausführe, die sich zurzeit nicht austricksen lassen. Und am Ende halt für vollkommenen Unfug. Wird noch besser. Das Feature nenne ich Surprise SCA. Bisher war die Sache einfach. Ich habe mich mit der PIN angemeldet, dann habe ich einen Read-Only-Zugang gekriegt. Wenn ich irgendwas Read-Write-mäßiges machen wollte, musste ich eine TAN eingeben, die auf diesen Vorgang bezogen war. Jetzt brauche ich die TAN für wesentlich mehr, und zwar brauche ich die TAN teilweise zum Anmelden, also die genaue Formulierung ist zum Zugriff auf Kontodaten oder sensible Kontodaten. Damit ist halt in der Regel Anmelden in der App bzw. im Webinterface gemeint, außer manchmal. Es gibt 4 oder 5 Seiten in der technischen Richtlinie, die Ausnahmen beschreiben. Also zum einen darf ich die SCA weglassen, wenn ich nur Zahlungskontoinformationen bis 90 Tage alt abrufe, außer beim ersten Mal oder wenn das letzte Mal mehr als 90 Tage her ist. Da kommen die 90 Tage her, du musst die TAN alle 90 Tage eingeben, weil dann die Ausnahme garantiert nicht mehr gilt. Bei Kontaktloszahlungen sind es 50 Euro, die ohne PIN bzw. Strong Customer Authentication, weil den Besitz habe ich ja durch die Karte immer gewährleistet, die ohne zusätzliche PIN möglich sind, außer es sind 150 Euro vergangen seit dem letzten Mal. Parkgebühren sind grundsätzlich ohne SCA, das ist angenehm. Vertrauenswürdige Empfänge sind ohne SCA,
außer natürlich der Vorgang vertrauenswürdiger Empfänger zu definieren. Wiederkehrende Zahlungsvorgänge ab dem zweiten Mal kann ich auch ohne machen. Überweisungen auf ein anderes Konto derselben Person können ohne sein. Kleinstbetragszahlungen bis 30 Euro können ohne sein, außer manchmal. Unternehmen fallen eh ganz raus. Das war dann unsere Lösung gegen das FinTS, FinAPI-Fiasko. Es gibt einfach EBIX. Da ist dann quasi nichts drin. Es ist dann so, man wirft die Zahlung dahin und wenn die halt von der Firma kommen, dann werden sie halt schon stimmen. Da braucht niemand mehr irgendwo eine TAN eingeben. Und Transaktionsrisikoanalysen, die modifizieren den ganzen Kram wieder. Also die können dann sowohl bei bisherigen Ausnahmen die SCA wieder erfordern, als auch man kann halt sagen, na gut, die Zahlung hat ein so geringes Risiko, dass ich dann doch wieder keine SCA brauche. Außer natürlich die laufende Berechnung der Betrugsraten, die ich verpflichtet bin durchzuführen, ergibt, dass eine höhere Betrugsrate eingesetzt hat, da muss ich wieder dauernd SCA machen. Schlussfolgerung? In Summe ist es von außen nicht vorhersehbar, wann eine TAN verwendet werden muss. Das macht beim User-Interface-Design, ich weiß nicht, wie viele sich mal damit beschäftigt haben, natürlich besonders viel Spaß. Also ich habe das in Biro, das ist halt eine Web-App, es ist ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie auf Submit drückt und dann passiert halt nicht das, sondern kommt erstmal, ach übrigens, muss noch eine TAN eingeben. Das ist für den User natürlich total verwirrend, weil der sich auf nichts mehr verlassen kann. Der kann halt nicht mehr vorhersehen, was passiert, wenn er einen Knopf drückt. Das ist für automatisierte Dienste, die FinTS benutzen wollen, total unmöglich, weil ich selbst von den Vorgängen, von denen ich bisher ausgegangen bin, dass sie zum Beispiel Read-Only sind und keine TAN brauchen, wenn ich also zum Beispiel die Kontoeingänge bei meinem Verein laufend verbuchen möchte, und einen Cronjob startet, der alle x Tage mal abruft, kann es halt passieren, dass dann trotzdem wieder mal eine TAN nötig ist. Das ist nicht ich kann halt auch nicht den Zugriff unterdrücken, ich weiß es halt nicht vorher. Es kann halt irgendein Sonderfall eingetreten sein. Und wenn man dann so einen Push-Dienst verwendet, ist es halt toll, weil derjenige, dem der Zugang gehört, dann plötzlich eine Push-Nachricht kriegt und es nicht ganz zu unterscheiden ist, ob das jetzt der selber aufgesetzte automatisierte Vorgang war oder ob es irgendein anderer Bösewicht. Die verschiedenen Banken handhaben das auch sehr unterschiedlich. Bei der DKB zum Beispiel muss man jedes Mal eine TAN eingeben, wenn man sich irgendwo einloggt. Bei der Sparkasse nicht. Die Sparkasse macht Gebrauch von den 90 Tagen Ausnahmen. Dafür muss man bei der Sparkasse die TAN eingeben, wenn man einen Suchvorgang startet, der mehr als 90 Tage beinhaltet. Die DKB hat gesagt, das ist Ihnen zu umständlich, deswegen fragen Sie immer nach der TAN. Außer man hat halt, also dann sind halt danach alle Transaktionen ohne TAN, außer natürlich sind wieder 5 Minuten vergangen. Euch fällt auf, das passiert eigentlich nur bei solchen EU-Richtlinien oder solchen EU-Regulierungen. Ich weiß nicht, wer ein PayPal-Konto hat. PayPal hat seit immer kein Zwei-Faktor-System. Die machen einfach irgendwas, keine Ahnung, die machen auch Transaktionsrisiko und Zeugs. Die wissen halt, dass so eine TAN eigentlich nur dazu führt, dass der Benutzer den Prozess im Zweifelsfall einfach abbricht. Was halt bei Zahlungen doof ist, weil dann die Einnahmen entgehen. Das ist einer der Gründe, warum PayPal das nicht hat und Leute immer wieder, aber ihr seid doch so unsicher und am Ende naja eigentlich nicht offensichtlich, weil sie sind ja noch am Markt. Der Effekt, Multibanking haben wir gehört, ich habe eine App, wo ich alle meine Dinge drin hat, führt dann dazu, dass ich Multifaktor habe. Hier den Lilo Dallas-Witz einfügen. Das sind die TAN-Generierungs-Apps im Wesentlichen, die ich auf meinem Telefon habe. Ich habe überneulich mal in meiner, ich glaube kurz nach dem 14. September, in meiner Online-Banking-App versehentlich auf alle Konten aktualisieren gedrückt, was dann dazu führte, dass ich 9 verschiedene TANs eingeben musste, eine davon zweimal, auf 4 verschiedenen Modalitäten. Also ich habe ja auch noch TAN-Generatoren mit Chip-TAN, was ja eigentlich das bessere Verfahren ist. Die muss man halt raussuchen, aber ist ja nicht so schlimm, weil macht man ja nur, wenn man eine Überweisung durchführt. Und die DKB hat ihr Kreditkartenkonto von FinTS jetzt abgehängt. Das heißt, die Software, die ich verwende, macht dann Webcrawling, was die alte Methode war, um Finanzdaten abzurufen, wozu dann nochmal ein separater TAN-Eingabe nötig ist, um sich im Webinterface anzumelden. Ich habe seitdem nicht nochmal auf alles abrufen gedrückt. Sollte das mal irgendwann wieder tun. Ich muss mich bloß vorbereiten. Genau, Zeitlinie. Also
Die Richtlinie ist vom 25. November. Sie ist technisch gesehen im Januar 2016 in Kraft getreten. Das bedeutet, da gibt es eine Zweijahresfrist. Sie ist 2018 in nationales Recht umgesetzt worden. Das Zahlungsdienste-Umsetzungsgesetz in Deutschland. Da steht im Wesentlichen bloß Copy und Paste von der Richtlinie drin. In der Richtlinie ist eine Verordnung delegiert worden, was die technische Umsetzung angeht, von 2017. Und jetzt kommen wir, warum ist es eigentlich alles am 14. September explodiert? Weil die anderthalb Jahre Frist am 14. September wird diese delegierte Verordnung gültig. Sechs Monate vorher hätten die Banken eine Testumgebung zur Verfügung stellen müssen, damit Softwareentwickler, die nicht der größte am Markt sind, das mal testen können. Es gibt eine Fallback-Lösung. Falls man sich außerstande sieht, eine PSD2-API anzubieten oder da irgendwas nicht ist oder ein Notfall eintritt, wobei Notfall, glaube ich, definiert ist als 5 Vorgänge, haben mehr als 30 Sekunden Latenz, dürfen Zahlungsdienstleister, also die Kontoinformationsdienste oder Zahlungsauslösedienste, ein Fallback benutzen, nämlich das Interface, was der normale Kunde benutzt. Da sind wir wieder beim Webcrawling. Wenn die Banken das nicht möchten, müssen sie mindestens 3 Monate am Stück die normale PSD2-API zur Verfügung stellen. Das heißt, sie hätten im Juni die PSD2-API produktiv laufen müssen, haben müssen, um von der Ausnahmeregelung ausgenommen zu werden. Ich glaube, das hat keiner. Und am 14. September ist dann alles explodiert. Dann wurde die Durchführungsverordnung gültig, die delegierte Verordnung gültig, was dazu führte, dass noch nicht sofort alles explodiert ist. Erstmal sind nur Transaktionen und Online-Anmeldungen, weil manche Banken haben tatsächlich davon Gebrauch gemacht, dass da irgendwo 90 Tage steht. Und wenn man sich halt am 13. September angemeldet hat, dann war man ja angemeldet, das war dann am 13. Dezember vorbei. Das heißt, spätestens seit dem 13. Dezember hat jeder, der Online-Banking benutzt, Spaß. Kleinere Problemchen. Die Anmeldeflows für Zwei-Faktor-Apps sind oft kompliziert, der Support etwas überlastet. Also bei der Postbank hatte ich das Problem, dass ich neu was unterschreiben musste, weil ich als Vereinskonto, das Gemeinschaftskonto war ja früher nicht so schlimm, man teilt halt einfach die PIN und nur einer kriegt die Chipkarte für die TAN-Generierung. Neuerdings müssen halt alle Gemeinschaftskonten extra Personen-Accounts für jeden, der Lesezugriff haben soll, haben. Bei der Postbank lief es dann darauf hinaus, dass ich unterschreiben musste und die meine E-Mail nicht angenommen haben. Der Mail-Server hat gemeint, aufgrund der hohen Betrugsraten können sie zurzeit keine Mail annehmen. Moment. Nachdem ich den Support gefragt habe, ich habe tatsächlich telefonisch was erreicht, er meinte, faxen Sie uns das. Also habe ich vorgeschlagen, faxen. Das habe ich gemacht, das hat auch nur 4 Wochen gedauert, das hat funktioniert. Andere Leute haben andere Probleme, also irgendwie Gerätewechsel, Verlust ist ein bisschen schwierig, ich habe mit jemandem geredet. Ich habe ja vorhin den Screenshot gesehen, wenn ich jetzt das Handy verliere oder auch nur tauschen möchte, muss ich halt 8 verschiedene Apps neu einrichten. Teilweise in 8 Schritten, also ich habe gerade jemandem geholfen, bei der ApoBank die TAN-App einzurichten, weil es halt 3-mal nicht geklappt hat, der Knopf Brief generieren mit dem Bestätigungscode, der hat immer funktioniert, dann kam ein neuer Brief. Aber es war nicht zu sehen, wo man den Bestätigungscode eingibt. Also bis man natürlich auf der Webseite war und das 4-seitige PDF mit den 8 einfachen Schritten gefunden hat. Der schärfste Trick, für Kreditkarten gilt das ja eigentlich auch mit der starken Kundenauthentifizierung. Bloß das hat noch keiner umgesetzt. Das muss nämlich im Webshop implementiert werden. Deswegen hat die EBA jetzt gesagt, na gut, ihr habt noch mal ein bisschen Zeit bis 2020. Und was ich vorhin sagte, die APIs waren und oder sind nicht funktional, die Leute haben einfach zu wenig Zeit gehabt zum Testen. Kurzer Seitenhieb, 3D Secure. Es gab da schon mal einen Vortrag, ich weiß nicht, ob wir einen Vortrag hatten, aber es gibt auf jeden Fall ein sehr schönes Paper dazu. Verified by Visa and Mastercard Secure Code or How Not to Design Authentication. Von Murdoch und Anderson. 3D Secure, das steht für 3 Domain, Acquire, Issue and Interoperability sind die Domains, also der Ausgeber, der Akzeptanz und die Dazwischenleute. Der Kunde fehlt in der Liste, die hier geschützt werden. Also es ist dafür da, dem Kunden neue AGB aufzudrücken und die Schuld zu verschieben, weil offensichtlich ist der Kunde schuld, ist ja jetzt sicher.
bei einer meiner Banken, das ist eine am VR-Bankennetz angeschlossene, bei der Fiducia, muss man sich registrieren, kriegt man so einen Brief, gehen Sie jetzt mal bitte auf diese Webseite und füllen Sie dort die Registrierung aus, so online-sicher-einkaufen.de oder so ähnlich. Was, sicher-online-einkaufen.de? Sicher-einkaufen-sicher? Nee, ich bin mir sicher, es war sicher-online-einkaufen. Ich weiß es, weil diese Seite existiert, die anderen nicht zurzeit. Diese Seite existiert. Und hat ein gültiges Sicherheitszertifikat von Let's Encrypt. Und dann war wieder die Sache mit dem Blutdruck, die hat dann wieder gemeint, naja, Sie können sich jetzt hier registrieren und dann die Push-10-App aktivieren. Aber es geht auf Ihrem Telefon nicht, weil es geroutet ist. Das Telefon ist unsicher. Gar kein Problem, Sie können auch den Alternativprozess verwenden. Wir schicken Ihnen einfach eine SMS an dieses Telefon. Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen. Dieses Formular, wie gesagt, das ist aktuell online, hat immer noch die gleichen Probleme, die Murdoch und Anderson damals genannt haben. Wenn man runterscrollt, findet man halt dieses Sign-up-System. Das ist ein iFrame, das von irgendeiner anderen Domain kommt. Die hat sogar ein Extended Validation-Zertifikat. Nur, dass es halt niemand sieht, weil es ist halt ein iFrame. Was ist noch so passiert? Wie gesagt, Gemeinschaftskonten benötigen jetzt ein Login pro Person. Ich glaube, hier die CCV-Veranstaltungs GmbH hat auch schon Spaß damit gehabt. Die Banken gehen langsam dazu über, FinTS abzuschalten oder loszuwerden, weil sie haben ja jetzt eine PSD2-API. Die regulierten Dienstleister dürfen nicht mehr über FinTS zugreifen, außer halt im Fallback-Modus, außer manchmal. Surprise SCA, wie gesagt, das User-Interface wird halt nur noch merkwürdiger. User sind frustriert und kriegen Hals. Was gar nicht so schlecht ist, es gibt jetzt eine Registrierungspflicht für Anwendungen, die auch für FinTS gilt. Also auch meine Anwendung Bio FinTS ist registriert und es ist im Sinne der Transparenz, sieht man halt im Online-Banking, welche Apps verwendet wurden. Das ist erstmal nicht schlecht, kann man nichts gegen haben, zumal die Registrierung auch als Open-Source-Entwickler möglich ist. Ist ja nicht immer so. Aber fast jede Transaktion kann manchmal eine TAN anfordern. So, wie gesagt, ich habe das auch gerade gesehen, wir kommen zum Schluss. Transparenz und Aufsicht sind verbessert worden, Verbraucher sind zunehmend genervt. Perfekte Grundlage für Phishing. Ich weiß nicht, wie viele von euch so eine Mail gekriegt haben, PSD2 tritt jetzt in Kraft, bitte geben Sie jetzt hier nochmal Ihre Kontonummer ein. Sie müssen sich jetzt neu anmelden, weil neue Umstellung des Sicherheitsverfahrens. Gewerbliche Nutzer, wie gesagt, müssen komplett ausweichen, weil das macht gar keinen Sinn. Dafür gibt es jetzt neue Geschäftsfelder für Startups, die entsprechende Anfangsinvestitionen haben. Und Open Source kannst du halt vergessen in Zukunft. Danke. So, wir haben noch 12 Minuten Zeit für Fragen und Antworten. 3 Mikrofone haben wir im Saal verteilt. Falls ihr Fragen habt, stellt euch hin. Ich versuche euch halbwegs fair aufzurufen. Eine Frage hätte ich. Was soll der Scheiß? Hast du nicht gehört? Sofortüberweisung ist jetzt legal. Achso. Niemand auf, fangen wir mit dir an. Okay. Du hast gesagt, dass FinTS jetzt langsam ausgeschlichen wird von den Banken. Ich weiß von einigen Banken, dass sie bei PSD2 direkt das FinTS abgeklemmt haben, weil sie es nicht implementiert hatten, PSD2-konform. Aber weißt du, wie das bei den anderen Banken aussieht? Also gibt es da schon Ankündigungen von den großen Rechenzentren, also Fiducia oder Sparkasse oder wie sie alle heißen? Ja, die haben sich größtenteils zurückgehalten. Sie haben halt, sie sagen halt nur durch die Blume, dass sie es zumindest nicht mehr erweitern wollen, weil sie haben ja jetzt das andere. Ich glaube, Ing Lieber hatte da genau dieses Problem. Die haben ein bisschen zurückgerudert, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, also es gibt ja keinen Grund mehr dafür. Ja, die haben zurückgerudert, nachdem sich 3000 Leute beschwert haben in einem wütenden Mob-Blog-Post. Ja. Bitte. Gibt es irgendwie so eine Art Informationsblatt, was ich als Kunde der Bank geben kann, wenn ich der Meinung bin, dass sie mir völligen Bullshit zu der PSD2 erzählt und irgendwelche neuen Änderungen damit versucht zu begründen?
Ah ja, gar kein. Ja, ja, da steht sogar eine Richtlinie drin, dass die Europäische Bankenaufsicht und ich glaube die BaFin jeweils ein Merkblatt für Kunden herausgeben, in denen alle Änderungen und neuen Pflichten und Rechte des Kunden dargelegt sind. Das müsste auf der Webseite der BaFin zu finden sein. Ich meine eigentlich umgekehrt Richtung Bank, dass man ja, die ja. Bank informieren kann. Ja, das ist das Merkblatt für dich als Kunde und du kannst es halt der Bank vorhalten und sagen, guck mal, das, was ihr mir sagt, steht da nicht drauf. Du meintest, das ist nicht so sonderlich kompliziert, sich eine juristische Person anzulegen. Könnte ich dann mit einer juristischen Person mir ein Geschäftskonto anlegen, damit ich dann wieder APIs habe, die ich von der App aus verwenden kann? Klar. Ist das der neue Weg? Ja, also brauchst halt eine neue App, es ist dann Ebix, aber ja. Du hast aufgelistet, dass es ja drei Authentifizierungsmerkmale gibt. Mhm. Du hast sehr konsequent nur von Tanz gesprochen. Wenn ich die Richtlinie korrekt interpretiere, ist Wissen und Besitz, also PIN und Chipkarte, nach wie vor eigentlich ein vollkommen valides Authentifizierungsmittel. Korrekt, also steht, die Formulierung, die Sie verwenden, ist, dass diese aus den drei Faktoren muss ein Authentifizierungscode abgeleitet werden. Ja. Das kann auch eine Signatur unter einem was auch immer sein. Ich habe aber keine Implementierung davon gesehen. Also außer halt innerhalb von Apps. Also die DKB zum Beispiel hat eine eigene App und wenn man innerhalb der DKB-App bleibt, dann bleibt halt auch alles innerhalb der DKB-App. Inklusive mit iPhone, wie auch immer diese Gesichtserkennung heißt. Da braucht man auch keine TAN mehr, das stimmt. Aber es ist halt, wenn man eine andere App benutzt, die nicht die ist, ist halt irgendwie schwierig, eine Signatur abzutippen. Deswegen tippt man meistens lieber Tanz ab. Ich frage nur, weil die Sparkasse mir erzählt hat, dass HBCI mit Chipkarte ja diese Authentifizierungsbedingungen nicht erfüllen würde. Nö, das ist inkorrekt. Also HBCI mit Chipkarte ist halt gerade Besitz und Wissen. Sie können sich eventuell darauf rausreden, dass irgendwie PIN-Verifikation auf der Karte eventuell nicht gültet, aber eigentlich dann doch schon. Okay, und die Mitte mal wieder. Nur eine kleine Anmerkung. Du meintest, dass PayPal mit Two-Factor nicht funktioniert, aber in der Tat habe ich PayPal mit Two-Factor. Es gab vor 5 Jahren, glaube ich, eine kurze Zeit, wo sie das angeboten haben, aber ich glaube, es wird nicht mehr beworben. Ich konnte das in der App anklicken vor ungefähr einem halben Jahr. Oh, dann haben sie was Neues eingebaut. Das kann, okay. Vielleicht wollen sie jetzt auch PSD2 kontrollen. War schon. Okay, bitte. Frag für einen Freund. Ja. Ich frage für einen Freund. Der entwickelt einen Webshop und da müssen sie sich natürlich auch mit diesem 3D-Secure-Krams herumschlagen. Und der Zahlungsdienstleister sagt, es ist in Ordnung, wenn man für das Hinterlegen der Kreditkarte beim Zahlungsdienstleister einmal dieses 3D-Secure-Verfahren macht und danach kann man als Shop quasi beliebig oft davon abbuchen und der Kunde muss dann nicht mehr nochmal irgendwelche TANs eingeben. Ist das überhaupt korrekt so? Weil dann sehe ich den Sinn dahinter nicht so ganz. Ich bin gerade nicht sicher. Also für die erste Zahlung, bei wiederkehrenden Zahlungen ja, aber es muss trotzdem jede Zahlung autorisiert werden. Bloß, dass für wiederkehrende Zahlungen, glaube ich, einfache Autorisierung reicht. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Okay, das heißt, das muss dann aber nicht über den Dienstleister gehen. Das reicht dann einfach, wenn der Kunde im Online-Shop einmal klickt, ja, ich nehme jetzt diese Kreditkarte, oder? Genau, das kann halt mit Passwort, würde dann reichen. Also nicht zwei Merkmale, sondern nur eins. Entweder habe ich unseren Single Angel die ganze Zeit übersehen oder es gibt gerade was Neues. Bitte. Kam gerade erst die Frage. Wärst du mit PSD2 glücklicher, wenn sie ein bisschen Open-Source-freundlicher wäre, als sozusagen der Zugang für auch Open-Source-Programme offen wäre? Oder sagst du, es ist allgemein eher mehr gelaufen? Naja, es ist relativ schwierig, diese Anforderungen grundsätzlich umzusetzen bei Software, die der Anwender selber runterlädt, kompiliert und laufen lässt. Deswegen sehe ich nicht, wie man das umsetzen könnte. Also man müsste halt auf die Anforderung verzichten, dass die Endpunkte durch ein qualifiziertes Zertifikat identifiziert werden. Und dann hat man nur noch die Probleme, die Benutzer haben mit dem ganzen TAN-Scheiß. Dann haben zumindest Open-Source-Entwickler keine Probleme mehr. Und gut, der User-Interface-Flow ist halt auch immer noch kaputt. Also. Bitte. Genau. Ich wollte einfach nur noch mal anmerken, die meisten hier Anwesenden werden wahrscheinlich zwei Geräte besitzen, aber gerade dieses ganze Zwei-Faktor-Teil wird ja ad absurdum geführt.
wenn ich mein Online-Banking auf demselben Gerät mache, wo auch der Tarngenerator ist. Dass auch die Up-to-Up-Integration, die manche Banken anbieten, wurde ja hier auf dem Kongress vor ein paar Jahren auch schon mal gezeigt, dass das sinnlos ist, weil es irgendwo gehackt werden kann. Ist man da irgendwie gesichert, wenn man das macht als Kunde? Also die meisten haben ja doch nur ein Gerät zu Hause und halten sich da nicht dran, oder ist man dann als Kunde eigentlich der Gearschte diesbezüglich? Es steht drin, dass es zwei getrennte Geräte sein sollten oder oft auf dem Gerät, das ist halt unter anderem einer der Gründe für die Root-Detektion, auf dem Gerät für eine Trennung der, es gibt da einen Absatz, der irgendwie, man müsse die Trennungssysteme des Betriebssystems benutzen oder so. Ich vermute mal, das geht eher in Richtung Samsung Knox und nicht auf normales Android, aber eigentlich sollte normales Android ausreichen. Ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube, als dieses Uptown-Hack war, da waren es auch geroutete Geräte oder erweiterter lokaler Zugriff. Ich nutze so ein Open-Source-Software, um so persönliche Finanzen zu tracken und habe das auf meinem Server installiert. Erste Frage, bin ich jetzt schon Kontoinformationsdienstleister? Und also der Entwickler hat gesagt, er möchte PSD2 einbauen, und wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, dann geht das gar nicht. Also ich habe auch gelesen auf GitHub, er hat sich jetzt irgendwo registriert, und ich habe aber jetzt nicht ganz verstanden, ob das jetzt damit dann geht, also kann er überhaupt das jetzt so einbauen, dass ich das dann benutzen kann? Ja, also die Registrierung war die HBCI-Registrierung. Ob du dann schon für dich selber, ich bin mir nicht sicher, ich glaube für dich selber, ist es, ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas von einem Dritten drin steht. Da müsste ich tatsächlich nachgucken. Kann ich dir so nicht beantworten. Müsste man nochmal den Text lesen. Kann er denn PSD2 in seine Software einbauen, dass es das irgendwann benutzen kann? Keine PSD2-API, es wird immer über FinTS laufen, was du beschrieben hast. Okay, und wenn die Bank FinTS abschaltet, bin ich gearscht. Ja, also kannst du auf EBIX wechseln. Hast du irgendeine Vermutung, wer hinter dem Ganzen steht, warum die das gemacht haben? Weil ich meine, Sofortüberweisung alleine gegen die ganze Bankenlobby, die Banken mögen das ja offensichtlich nicht. Irgendwer muss das doch durchgedrückt haben. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also wir haben kurz vorher uns unterhalten, dass es da so einen Slogan gab, Digital First, Bedenken Second, das könnte, glaube ich, damit zusammenhängen. Es klingt halt nach Fortschritt, ne? Es wird halt besser. Bitte. Ja, ich wollte noch einmal fragen, sind dir Organisationen oder politische Akteure bekannt, die die Benutzerinteressen da in irgendeiner Form bündeln und versuchen zu kanalisieren? Die was? Die das, also versuchen da jetzt irgendwie ein bisschen Lobby im Sinne der Nutzer und der User zu machen an der Stelle, also Verbraucherschutz, irgendwelche Parteien oder so. Es gibt ein Voice, Verband der IT-Anwender e.V., aber ich weiß nicht, ob die in dem Rahmen irgendwelche Aktivitäten haben. Also, mir wird gerade gesagt, es ist eher eine Selbsthilfegruppe, aber es ist, du hast nur gefragt, sind wir bekannt? Antwort, ich kenne nur eine. Selbsthilfegruppe, okay. Ja, dann bitte, das scheint ja noch die letzte Frage zu sein, falls niemand mehr eine hat. Ja, du erwähntest die Registrierung für die Drittdienste. Ist das nicht eigentlich sogar eine Art Zulassung auch bei der BaFin? Und da kamen doch jetzt auch vor ein paar Wochen gerade auch Standards raus, was für Sicherheitsmaßnahmen da umzusetzen sind, die auch möglicherweise geprüft werden und dann auch diese Zulassung gegebenenfalls entzogen werden kann für diese Drittdienste. Genau, deswegen steht da immer irgendwie registriert und oder zugelassen, glaube ich, als Formulierung, weil es, wie gesagt, für Kontoinformationsdienstleister ein bisschen einfacher ist. Da ist dann die Absätze 1 bis 6 außer Paragraphen 3 und Dings gelten nicht für Kontoinformationsdienstleister oder so ähnlich. Aber für alle, die Weitergehendes machen, ist tatsächlich mit Zulassung und Bericht und Vorregistrierung und so weiter drin, inklusive Entzug. Bist du glücklich? Du siehst nicht glücklich aus. Ja, passt. Das war auch nicht nur noch die letzte Frage. Unser Single Angel hat noch eine. Ich habe sogar noch zwei auf Twitter. Also erstmal, kann ich irgendwie verhindern, dass mein Arbeitgeber da meine Bankdaten an DATEV weitergibt, oder habe ich da keine Chance? Lustige Frage. Ich glaube nicht. Und die zweite Frage ist, kannst du einen Ausblick geben? Also siehst du da noch irgendwie Hoffnung, dass noch was nachgebessert wird, oder müssen wir einfach 20 Jahre warten, bis das nächste neue Gesetz kommt? Da steht drin, dass die alle, ich weiß nicht, alle x Jahre evaluiert und aktualisiert werden soll. Ich glaube, 2021 ist das nächste Mal. Vielleicht wird nachgebessert. Ich bin da aber nicht so sehr hoffnungsvoll, weil, wie gesagt, aus Sicht der zentralen Behörden sind so Nicht-Cloud-Anwendungen eher so Nischenprodukte. Also etwas auf seinem eigenen Rechner zu betreiben, kommt aus der Mode. Jetzt aber wirklich die letzte Frage.
Ich würde gerne an eine vorherige Frage anknüpfen, nämlich ob es Institutionen gibt, die sich dafür einsetzen, dass das Ganze gebessert wird. Ich arbeite jetzt für Sofort und wir sind, also Sofortüberweisung, wir sind aktiv dabei, mit nahezu allen Banken in Europa und auch den nationalen Behörden zu diskutieren, dass es da schnellstmöglich Änderungen gibt, noch vor einer neuen Direktive, also in möglichst naher Zukunft. Also es gibt Leute, die sich dafür einsetzen. Sehr gut. Es könnte also sein, dass du die Frage beantworten kannst, die ich vorhin gestellt habe. Ich komm gleich vor. Henrik Plötz, vielen Dank.